Yo, hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Pokémon Mond Let's Plays. Heute mit Episode 6, wenn ich mich nicht täusche. Und in der letzten Episode haben wir Hauholi City, oder auch wie auch immer man diese Stadt ausspricht. Alles hat komische Namen hier. Lili, I, Hauholi, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erkundet und sind jetzt auf dem Weg zum Hafen, wo wir dann letztendlich irgendwas von Team Skull gehört haben. Oder Skull, die wir uns jetzt erstmal anschauen gehen. Und ja, zwischen den Episoden ist noch ein bisschen was passiert. Ich gebe euch aber zuerst ein kurzes Team-Recap, damit ihr wisst, wo wir zurzeit stehen. Wir haben Slippery dabei, unseren Starter mit Fund, Arco-Knarre, Heuler und Säuselstimme. Jetzt auf Level 13, war am Ende der letzten Episode Level 12. Und wir haben unser Level 8 Frankie Ratzfratz dabei mit Tackle, Routenschlag, Ruckzuck-Keep und Energiefokus. Ist auch ein Level gestiegen. Warum beide so ein Level gestiegen sind zwischen den Episoden, kann ich euch ganz klar sagen. Ich war nicht faul, ich bin hingegangen und habe alle Pokémon gefangen, die ich bis jetzt fangen kann. Also alle, die mir bis jetzt in der momentanen Region offen stehen, zu denen ich frei hingehen kann, die habe ich gefangen. Auch die mit einer niedrigeren Encounter-Rate. Und habe dann hier einfach wieder mein Spiel gespeichert und wir machen jetzt hier weiter. So wie ich es auch schon in der letzten Episode angekündigt hatte. Und ja. lass mich hier durch. Du findest das Item Supertrank, ja, sehr schön. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Aber ja, beim Fangen von Pokémon bekommt man ja seit der neuen Generation auch Experience und... Oh, du siehst wichtig aus, mit dir rede ich gleich mal. Und die Experience hat uns natürlich jetzt die beiden Level gebracht auf den beiden Pokémon. Aha, das Wichtigste ist die Verteidigung. Sehr nice, sie gibt mir ein X-Abwehr. Und was hast du zu sagen? Es kommt auf die Kraft des Angriffs an. Ich wette, du gibst mir jetzt eine X-Attack. Ja, X-Angriff, sehr schön. Wieder Cash in the Tash, weil ich die ja eigentlich nicht benutze, von daher. Hallöchen, ich bin Captain Elima. Ohoho, kommen da diese Skulls? Ich weiß gar nicht, wie soll ich die klingen lassen? Yo, yo, yo. Team Skulls Art zu grüßen, ist nicht zu grüßen. Ich habe bestimmt drei verschiedene Akzentideen für die. Yo, stylin'. Yo, Captain, lass mal deine Pokémon rüberwachsen, yo. Ich kenne dich doch noch von der Trainerschule. Du bist also gleich nach Hauholi gekommen. Ey, du aufgeblasener Typ, yo. Was fehlt dir ein, uns zu ignorieren? Den machen wir platt, yo. Dir wird richtig fett, der Schädel brummen. Meine Güte. Es ist Diebstahl, die Pokémon anderer Leute an sich zu nehmen. Gimp, richtig. Dürfte ich dich bitten, den Herren da zu übernehmen? Ich kümmere mich um diesen hier. Zeigen wir den Holzschäden im Hafen. Hoffentlich verschwinden sie von hier für immer. Der wird auch nicht müde, der macht das den ganzen Tag. Yeah! Yo, yeah! Okay, genug gestylt. Ich werde jetzt zeigen, was für ein Pro ich im Umgang mit Pokémon bin. Check this out! Was sind das für Typen? Aber das Intro, oh Gott, come at me. Team Skull Ripple fordert dich heraus. Oh, die Musik, ey. Hat der gerade einen Safari-Ball geschmissen? What the heck? Level 8 Zubat. Slippery Arco-Knarre. Wehrt die Attacke ab, wir sind einfach zu gut. Unser Papillon ist ein Monster. Lone back, Motherfucker. Und Level 14, sehr schön. Echt jetzt? Das war's schon? Ja.
Du hast mir gezeigt, was für ein Pro du im Umgang mit Pokémon bist, yo. Ey, Bro. Tun wir so, als wäre das nie passiert. Lass uns lieber eine Biege machen, yo. Elimas blöde Pokémon brauchen wir eh nicht. Meine Güte. Das hast du gut gemacht. Und deine Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. Kannst du mir nicht irgendwas Cooles geben als Zeichen des Dankes? Ich meine, der Pokécenter ist 2 Straßen weiter. Als ich dich und dein Pokémon-Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. In der Trainerschule, mein Freund, hatte ich nur ein Pokémon. Das war mein Team. Erst bringt dich Professor Kukui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Direktorin. Jetzt musst du mir nur noch beweisen, dass du geeignet bist, dich meiner Prüfung zu stellen. Was sagst du? Fühlst du dich mir gewachsen? Ey, 100%ig. Dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Elima. Da, 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 da. Yo, Regenbogen-Theme. Captain Elima fordert dich heraus. Er hat einen Hyperball in der Hand. Und den wirft er auch. Yo, der Typ hat einen Mangunio auf Level 9 in einem Hyperball. Entweder du bist ein richtig schlechter Trainer und kriegst es nicht auf die Reihe, die Viecher normal zu fangen. Oder du hast einfach nur zu viel Geld. Tackle, ne? Okay, dann nochmal Aquaknarrer und weg mit dir. Ich glaube, wir brauchen danach noch einen Hit. Wird ein 4-Hit-K.O. sein. Ah, close. Verteidigung sinkt, alles klar. Er hat eine Quicklaw. Holy shit. Ah, er hat eine Potion benutzt, holy shit. Ich hab gar nicht gelesen, was da stand. Ich dachte einfach nur, er hat den Quicklaw-Pop gehabt, weil der so ähnlich aussah. Und würde deswegen jetzt durchdrehen. Aber, dass er eine Potion hat, ist der erste oder zweite Trainer im Spiel, den wir jetzt sehen mit einer Potion. Der auch mal ordentlich was macht. Oh, die ganzen Verteidigungsdrops, dadurch hat er uns 10 Punkte Schaden gemacht. Wir haben die Quicklaw jetzt. Let's go, Aquaknarre. Blast ihn weg. Sehr geil. Da, 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 da. Er hat einen Smirgle? Farbigel? Ich mach mal einen Doppelswap. Weil ich meine Verteidigung gerne wiederherstellen möchte. Let's go, Frankie. Das ist Level 10, okay. Kann Frankie einen Hit leben? Eigentlich wüsste ich nicht, warum nicht, aber ich gehe irgendwie auch davon aus, dass Frankie ordentlich auf die Fresse bekommt. Irgendwie das Gefühl, dass Frankie sehr schlechte Verteidigung hat. Ich heile mal kurz Slippery und dann sind wir good to go. Hoffe ich zumindest. Benutze Tackle. Holy shit. Ja. So viel zum Thema schlechte Verteidigung. Wir haben mal Slippery raus. Wir haben nämlich jetzt wieder voll hergestellte Verteidigungswerte. Keine Double-Lauerung. Heißt, wir kriegen keinen doppelten Schaden. Das sieht schon besser aus. Du bist nur Normaltyp, kann das? Damn, son. Ich hab schon so lange nicht mehr gegen Smeargle gekämpft. Oh! Holy shit, das hat Schaden gemacht. Das aber auch. Es ist auf jeden Fall der 3-Hit-K.O., aber wir outspeeden ihn nicht. Und wir outspeeden ihn nicht. Und er wird uns killen, deswegen müssen wir healen. Und hoffen, dass er nicht crittet, weil wenn er crittet, sind wir hart am Arsch.
Ich mache einen Double Heal. Einfach nur, damit ich einen Hit tanken kann, auf Nummer sicher gehen und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. So. Jetzt können wir in aller Ruhe eine Aquaknarre machen. Solange er uns nicht crittet, ist alles easy peasy. Das war der Crit und wir haben ihn überlebt. Sehr, sehr gut. Jetzt direkt. Frankie erreicht Level 9. Nicht schlecht. Diese Runde geht an dich. Ja, die geht an mich, die Runde. Du bist... Nein, du und deine Pokémon seid ein sehr interessantes Team. Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab. Ich nenne sie die Illima-Prüfung. Ah. Du findest die Höhle hinter Route 2. Dein roter Pokédex zeigt dir wo. Also dann. Alola. Oste. Ich will mich hier nochmal kurz umgucken. Was? Ah, okay. Was haben wir denn hier noch so? War's das schon? Es tut mir fürchterlich leid, aber momentan ist der Fernbetrieb wegen einer Inspektion eingestellt. Das heißt, wir können diese Insel noch nicht verlassen. Damn. Da-da. Da-da. Ah, jetzt ist Tali hier auch verschwunden, der hier die ganze Zeit rumstand. Ich habe das Gefühl, wir haben so langsam, aber sicher das Tutorial hinter uns gelassen. Also, ich finde dieses Tutorial an sich gut. Es ist eine schöne Geschichte. Aber... Ja, und es nimmt einen halt sehr hart bei der Hand und erklärt einem alles. Aber ich finde es auch ein bisschen langgezogen. Ich hoffe, dass wir jetzt uns jetzt spätestens jetzt frei bewegen können. Wir sind 6 Episoden deep, das heißt, wir sind eher dritten Spielstunde. Gimp. Ah, es erinnert mich an die Szene aus der Demo. Gut, dass ich dich treffe. Weißt du, ich fühle mich oft hilflos. Ich verlaufe mich ständig und kann nicht mal Kleidung alleine kaufen. Du bist da ganz anders. Die erste Prüfung deiner Inselwanderschaft steht also an. Du bist auf dem Weg zur Vegetationshülle, nicht wahr? Ich habe da etwas in einem alten Buch gelesen. Früher soll die Inselwanderschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatrone von Alola zu kämpfen. Kaporiki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben. Das habe ich von, in Lilii gehört. Eine Frage beschäftigt mich. Falls wir Kaporiki begegnen, würden wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Piu! Gimp, viel Erfolg bei deiner ersten Prüfung. Ich drück dir ganz fest die Daumen. Nanu, es kommt mir so vor, als hätte ich so etwas auf Route 2 schon mal gesehen. Oder als hätte ich Route 2 schon mal gesehen. Hallo Gimp. Es ist mir endlich gelungen, Tauros zu beruhigen. Würdest du mir einen Gefallen tun, es nochmal streicheln? Ja, ich streichel's gerne nochmal. Tau. Sieh mal, wie sehr es sich freut. Vermutlich spürt es deine Liebe zu Pokémon. Übrigens, ich glaube, es ist immer so aufgeregt, weil es gern selbst auf Inselwanderschaft gehen möchte. Wie? Du möchtest Fang spielen? Na gut, der alte Haller wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich Inselkönig. Macht mal. Viel Spaß, ihr beiden. Bzzzt. Wie es wohl jenseits von Route 2 aussieht. Bzzzt. Hell yeah. Route 2. Ein grasbewachsener Weg. Sieh dich vor. Wenn das hohe Gras auf Route 2 raschelt, ist das bestimmt ein wildes Pokémon, das es auf
was unbedarfte Trainer abgesehen hat. Das Gute daran ist aber, dass diese Pokémon oft Items fallen lassen, wenn man sie besiegt. Interessant. Oh, eine Schönheit als Trainerin. Deren Ingame-Sprite würde ich zu gerne sehen. Na, auf wen Sylvander schafft? Da besteht die nächste Prüfung darin, mich in all meiner Schönheit zu besiegen. Yep. Die haben wirklich kein schlechtes Design. Schönheit Charlize fordert dich heraus. Nebulak, nice. Oh, das war nicht sehr effektiv. Da habe ich gerade irgendwie zu früh zu viel reininterpretiert und gedacht. Damn. Horrorblick. Oh, die Animation von Horrorblick sieht wahnsinnig gut aus. Oh, noch eine Aquaknarre und wir können uns zu dir verabschieden, Nebulak. Get wrecked. Wie stinkig sie guckt. So richtig Tussi-mäßig. Wow. Für dich ist sicher keine Prüfung zu schwer. Ja. Zu dem wollte ich hin. Was ist das? Ein Makuhita. Damn. Ich besieg das jetzt einfach mal. Kann immer noch später wieder zurückkommen, um das Pokémon zu fangen. Wenn es darauf ankommt. Und ich will eigentlich alle fangen. Ich will meinen Pokédex so relativ voll kriegen. Ja, ist gut. Hast du es jetzt gleich mal? Dankeschön. Das ist eine Sache, die mir in diesem Spiel aufgefallen ist. Die Animationen, wie die Health Bar runtergeht. Der Attack-Speed im Kampf und die Animationen sind einiges langsamer geworden in Sonne und Mond. Die Kämpfe fühlen sich so ein bisschen langgezogen an. Ich meine, das hat gute Sachen, das bringt gute Sachen mit sich, aber auch negative Sachen mit sich. City Camp war halt mega lang. Frankie erreicht Level 10 und Frankie versucht Biss zu erlernen. Und das lernst du hundertprozentig. Biss ist eine starke Attacke. Und Stab noch dazu. Guten Schlag weg und Biss erlernen, sehr schön. Sinelbeere, nice. Hinter dem hohen Gras geht es zum Holy-Friedhof, wo Pokémon die letzte Ruhe finden. Ihre ehemaligen Trainer besuchen sie dort. Das heißt, da können wir auch unser Drifloon fangen, was wir brauchen für die Nebenquest. Und ich habe ja nebenbei eben schon erzählt, dass ich ein paar Pokémon gefangen habe. Zum Holy-Friedhof. Was? Unser allerletzter Wille. Hier zu ruhen in ewiger Stille. Oder in ewiger Stille. Holy Friedhof. Ah, eine Trainerin. Findest das Item Paraheiler. Sehr schön. Ist das auch ein Trainer? Tatsächlich. Hier liegen meine Pokémon begraben. Sie waren wie eine Familie für mich. Aber anstatt Trübsal zu blasen, möchte ich ihnen einen heiteren Anblick bieten. Das ehrt dich irgendwie. Aber du solltest vielleicht nicht unbedingt Chaos auf dem Friedhof machen. Gentleman Windfried fordert dich heraus. Achso, Makuhita. Boah, der Friedhof im Hintergrund, das sieht so geil aus. Das Battlefield ist so... Das ist schon effektiv, nice. Das sieht so krass gemacht aus mit den Battle-Hintergründen. Ich wünschte, das hätten sie auch in Wi-Fi-Battles übernommen. Ich weiß aber leider schon, dass das nicht der Fall ist. Aber das neue Wi-Fi-Battle-Hintergrund-Dings sieht auch richtig gut aus. War besser als das in Oras. Das ist ähnlich, sehr ähnlich, aber trotzdem besser. Sehr schön. Makuhita wurde weggefegt. Wir bekommen Experience.
Dann battle ich die hier noch. Züchterin Naila. Naila. Das ist eigentlich ein cooler Name. Schon wieder so ein... Nee, ist ein ganz neuer Ball, oder? Sah nicht aus wie ein Safari-Ball und ich kannte den Ball noch nicht vom Design her. So grün, komisch. Pikachu könnte gefährlich werden. Donnerschock, ja. Relax. Du hast weniger Schaden als das Peach am Anfang vom Spiel. Damn, Pikachu, du suckst. La 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 la. Aber wir sind paralysiert. Die Aquaknarre kommt trotzdem durch und das Pikachu geht Rachen. Wasserdüse. Priority Attack. 100%ig lernst du das. Kann ich irgendwie sehen? 50 Damage, Physical. Wir sind auch Physical besser als Special. Ja, dann hauen wir mal Euler raus. Hätte jetzt eigentlich Poplio pflegen können. Aber da ich sowieso ins Beutelmenü muss, weil ich es mal eben heilen möchte, kann ich auch genauso gut mal kurz einen Paraheiler draufhauen. Sehr schön. So, aber ich würde sagen, das hier ist ein guter Spot, um die heutige Episode zu beenden. Heute nur 21 Minuten, fast 22 Minuten. Normalerweise halte ich die Episoden ja alle zwischen 20 und 30 Minuten. Ich würde sagen, in der nächsten Episode erkunden wir den Friedhof zu Ende, gucken, dass wir unser Driftloon gefangen bekommen und, ja, versuchen Richtung Dings zu kommen, hier Richtung Insel-Test zu kommen. Also dann, YouTube, habt noch einen tollen Tag. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Subscribe zum Channel für mehr Pokémon und Call of Duty-Content. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.